Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Dokumentation aus Irland. Heute besuchen wir Redwood Castle. Kommen wir nun zur Geschichte von Redwood Castle. Redwood Castle, welches in der Grafschaft Tipperary gelegen ist, wurde etwa im Jahre 1200 von den Anglonormannen errichtet, welche diese ungefähr 150 Jahre lang in Besitz hielten. Nach den Anglonormannen erwirkten dann die Eagans die Herrschaft über dieses Gebiet und auch über dieses Castle. Unter der Herrschaft vom Clan der Eagans wurde dieses Castle des Weiteren umgebaut und erweitert. Wobei so die Hauptumbauten 1350 bis 1580 stattfanden. Redwood Castle ist wirklich ein eindrucksvolles Beispiel für irische Baukunst, vor allem was Burgen betrifft. Diese Art des Burgenbaus zeichnete sich durch meterdicke Wände aus, welche einen sehr, sehr starken Schutz boten. Der Clan der Eagans behielt auch weiterhin diese Burg unter seiner Kontrolle bis zum Jahre 1650, als die Burg angegriffen und geschliffen wurde. Seitdem verfiel die Burg zusehends und wurde allerdings von Michael J. Egan im Jahre 1972 wieder gekauft und renoviert. Sozusagen als Nachfahre der Egans war es ein persönliches Anliegen, diese Burg wieder zu errichten. Und auch heute wird die Burg noch von der Tochter des Wiedererbauers bewirtschaftet. Redwood Castle zählt in der ganzen Gegend mit als eine der Hauptsehenswürdigkeiten, da es hier auch einige Besonderheiten zu bewundern gibt. So ist es einer der wenigen Orte, an dem man noch einen Shila Nagi bewundern kann. Den Namen blende ich hier mal ein, allerdings werde ich dieses Bild jetzt mal nicht hier einblenden, da es eventuell anstößig sein könnte. Und ja, ich weiß, ihr werdet es jetzt definitiv alle googeln. Aber soviel zur Geschichte von Redwood Castle. Wie immer begannen wir erstmal damit, unser ganzes Equipment aufzubauen und uns mit dem Ort etwas vertraut zu machen. Hier zählten natürlich auch die örtlichen Bedingungen mit dazu. So testeten wir, wie sich die Akustik in dem ganzen Gebäude verhielt. Denn auch wenn es ein mehrstöckiges Gebäude ist, mit relativ starken Wänden, müssen wir trotzdem beachten, dass es auch Treppenhäuser gibt, über die der Schall weit getragen werden kann. Genauso wie große Räume auch als Resonanzkörper dienen können. Und so den erzeugten Schall sehr weit tragen können. Außerdem haben wir auch Bewegungsmelder-Tests gemacht und alles, was dazugehört, damit die spätere Untersuchung reibungslos verlaufen kann. Aber kommen wir nun zur Untersuchung. Ich ziehe mich mal ein bisschen an, meine Mutti hat gesagt, man soll sich gut anziehen. So, einen wunderschönen guten Abend. Wir wurden hierher eingeladen, uns mal ein bisschen zu unterhalten, und zwar mit den Personen, die neben der netten Dame, die hier in dieser Burg lebt, noch mit anderen zu sprechen, und zwar die, die wir nicht sehen können. Mein Name ist Chris, neben mir ist der Erik, und wir sind, wie Sie vielleicht schon hören können, den weiten Weg aus Deutschland hierher gekommen, um mit Ihnen zu sprechen. Wir haben leider das Problem, dass wir sie nicht sehen können. Wir sind sozusagen etwas blind. Könnten Sie sich vielleicht etwas bemerkbar machen, sodass wir wissen, dass Sie da sind? Ich bin's. Und Mary. So,
So, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, es ist die Sonja mit dazu gekommen, die da drüben neben dem kuschelig warmen Kamin sitzt. Irgendwelche Geräusche von draußen, glaube ich. Eine Klospülung? Wie ein Auto, oder? Oder ein Bagger oder sowas, was da draußen drüben fährt, rumfährt. Ach so, oh, okay, ja, ein Trecker kann es auch sein. Ja, ja. Was Großes, Schweres. Nach dem mal vorbei. So, jetzt ist der Micha noch mit dazugekommen. Auch ein weitgereister. Kräftiger Blasen draußen. Aber es ist ja nicht dauerhaft. Nee. Ist ein Schlag. Mhm. Was regnet jetzt auch nicht, das irgendwas? Für mich hört sich das schon nach Flügeln irgendwie an. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht so ein Dullenschwarm sein könnte, der auf dem Dach sitzt und dann losfliegt. Mhm. Warte mal. Piept auf jeden Fall ein Vogel. Ja. Vielleicht hat so ein Piepmatz irgendwo ein Nest und kommt halt immer, um den Jungen zu füttern oder so. Also das klingt ja nach einem Schwarm, also nach vielen Flügeln. Ja, das stimmt schon, es war schon sehr laut. Na? Müsste man vielleicht die unten wohnt, fragen. Hat ja ein bisschen mehr Erfahrung hier. Anja? Ja. Wir hatten gerade wieder dieses komische Geräusch gehört, wie vorhin und vorhin. Und wir dachten hier, wie so ein Regenschauer, der irgendwo ja. Drin prasselt. Mittlerweile vermuten wir, dass es oben Vögel auf dem Dach sind. Ah, so ein ja. Vogelschwarm. Wir hatten es gerade schon wieder gehabt. Ja. Wenn es Geräusch ist, bitte alle aus dem Fenster gucken, ob wir irgendwas sehen. Ja. Nee, da. Genau, wenn ich jetzt hier lang gehe, genau. Wird es rot, weil ich bin heiß. Ah, okay. Ich bin eine heiße Kerze, deswegen rot. Wenn es blau leuchten würde bei mir, würde ich mir Gedanken machen. So. Haben wir es jetzt? Also. Ja. Ist jetzt nicht böse gemeint. Und dass wir nicht so viel rumlaufen, wenn die da unten machen wollen. Genau. Ich glaube, bis da oben auf der Empore links von mir gerade eine Bewegung war, halte ich es auch für möglich, dass nicht wieder Maus ist. Also durch das Kameradisplay sehe ich keine Fledermaus. Und sehe ich jetzt auch keine Doku. Okay. Warst du die für hier, wo du das gesehen hast? Bitte? Ja. In der Ecke. Die Tür da drüben ist offen. Ja. Mhm. Ja. Die ist geschlossen. Ja. Ich habe gerade noch mal eine andere Idee. Und zwar jeder Anwesende in diesem Raum. Also wirklich jeder möge jetzt bitte zweimal auf Holz klopfen. Damit meine ich auch uns alle. Und Erik 5 Sekunden später als letztes. Ich fange an.
Und jetzt alle anderen, wenn ich darum bitten dürfte. Auf die Seite. Treppen wir uns? Yes. Ja. Da wie so ein. Ich würde sagen, fast wie eine Fliege, aber auch irgendwie ein bisschen kratzen. Also auf Holz? Ja. Man oder könnte auch eine Fliege sein, die auf dem Boden liegt, weißt du? Kennst du irgendwas? Hier liegt sie. Ja? Okay. Fliege tot. Geräuschquelle eliminiert. So, Muni, gehst du mal aufs Dach für die Vögel? Spaß bitte machen. Beweg dich mal kurz. Da mordet der einfach hier irgendwas auf der PU oder so. Gute Voraussetzung. Sonja. Habt ihr schon mal Fliegengeister gesehen? Vielleicht. Sonja. Das stelle ich mir nervig vor. Entschuldigung. Kam gerade so dieser Gedanke von einer Geistermücke. Eine Geistermücke? Dann ist es kein Blut mehr saugen. Nee, ich habe mir das gegenteilig eigentlich vorgestellt. Sie sticht dich, obwohl sie nicht da ist, und dann spritzt du das Blut raus. Niedlich, aber auch irgendwie eklig. Okay. Kommen wir zurück zum Ernst der Lage. Also es wäre schön, wenn Sie mir auf die Frage, ob Sie uns hören können, antworten. Das würde uns auch sehr weiterhelfen. Oder können Sie uns vielleicht sogar sehen? Wenn ja, wie sehen Sie uns? Bei dir ist gerade irgendwas geflogen. Und zwar von mir aus gesehen links nach rechts. Über mir? So, ich weiß nicht, eher vor dir oder. Okay. Also, wie halt eine weiße Motte oder sowas. Das kann sein. Ich hatte vorhin, wo ich mal kurz rübergeleuchtet, wo ich bei Bunny rübergeleuchtet habe, habe ich hier sowas weiß-motten-ähnliches rumfliegen sehen. Okay. Was war das? Das war mein Stuhl. Achso. Was war? Da war gerade definitiv ein Geräusch. Ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen. Was jetzt gerade? Ja. Aus dieser Ecke hier. Okay. So irgendwie so ein. Also so. Also da kommt noch nie Käfer in die Wand hier hoch. Ich würde gerne mal hochgehen. Oder? Ja, genau. Ja, sie leuchtet den ganzen Raum aus. Wenn man da hinstehen, die geht nach oben. Wo? Da.
Wie hat es angefangen? In der Richtung des Südens, okay. So wie hier noch mal. So ungefähr, also nur ein bisschen heller. Ja. Hat uns vielleicht gerade jemand Hallo gesagt? Die Person, die hoffentlich noch außer uns, wie wir uns gerade vorgestellt haben, anwesend ist, wie geht es Ihnen? Können Sie uns verraten, aus welcher Zeit Sie gekommen? Und wie war das im Schreibgeräusch aus von der Festplatte? Ist vielleicht hier jemand bei uns, der hier mal gelebt hat oder gearbeitet hat? War das hier früher vielleicht mal eine Speisesaal? Kann uns das jemand irgendwie bestätigen?
vorzeitiges Kamera aus. Also eigentlich waren eben, als es in Richtung 10 Minuten Akku-Bestleitungslaufzeit drauf und so lange sitze ich jetzt nicht mehr. Okay. Sie haben auf mich zugekommen. Sind Sie ein ehemaliger Bewohner dieser Burg? Wenn Sie mir die Schilder auseinanderdrücken, dann heißt das für mich ja. Wenn Sie sie überkreuzen, dann ist es für mich nein. Was war das? Frau Wiss? Nee, war ein metallisches Geräusch irgendwie aus der Ecke. Von hier? Oder aus diesem kleinen Storage Room da oben. Auf jeden Fall aus der Richtung. Und jetzt gehe ich hier nach rechts. Hier. Können Sie aus der Ecke rauskommen? Ist das möglich für Sie? Noch ein Stückchen näher, wäre das möglich? Also gefühlsmäßig, ich sage das trotzdem immer nicht. Sie wollen sehr von der Ecke. Ich muss jetzt noch ein Loch mit uns warm werden.
So, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht in diesem kleinen Raum. Ich wollte mich fragen, ob noch jemand mit mir in diesem Raum ist. Welche Zeit stürmst du denn? Hast du gesehen, wie dieses Castle gebaut wurde? Ist da jemand? Wenn ja, willst du bitte auf mich ein bisschen zukommen, wäre das möglich? Ja, vielen Dank. Bist du ein ehemaliger Bewohner von diesem Castle? Hast du hier gearbeitet? Okay. Warst du ein Angehöriger der Clans, die hier sozusagen residiert haben? Bist du damals zu dieser Zeit hier ums Leben gekommen? Okay, vielen Dank. Dann bist du sozusagen danach verstorben? Lebst du noch? Bewohnst du dieses Castle hier noch?
Hast du auch beim Wiederaufbau mal zugesehen? Bist du einer der Clan-Chefs gewesen, also der Oberhäupter dieses Clans? Oder deines Clans? Warst du es, den ich hier ein Stockwerk drüber hatte? Okay. Hast du schon mal mit jemandem anderen, also abgesehen von mir, von einem von meinen Kollegen, hast du schon mal mit ihm gesprochen gehabt? Bist du ein Mann? Eine Frau? Ah, okay. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass hier auch Frauen so vertreten waren von den Clans. Aber wahrscheinlich eher zum Schutz, denke ich mal, oder? Warst du Christin? Ja, kannst du noch ein Stückchen bei der Sonne drücken, damit es ein bisschen eindrücklicher wird? Dankeschön. Danke, danke, danke. Sehr gut. Hast du Kinder? Kannst du dich noch anders bemerkbar machen als durch diese 1000 Hertz? Okay. Du lebst doch. Kannst du nicht irgendwo auf Holz klopfen, so wie ich? Sind noch mehr hier? Okay. Versuch das jetzt mal mit dir einen Sitzen zu machen, wie das okay für dich ist. Ja, okay. Dann wacke ich halt weniger. Ich hoffe, das ist verständlich für dich. Kennst du meine Sprache? Okay, die kennst du. Weißt du denn, woher ich komme?
Okay. Du weißt ja auch, dass ich eine ziemlich lange Reise hatte, um mit dir zu sprechen. Ne? Okay, danke. Vielen Dank, das reicht schon. Ich möchte nicht durch meine eigenen Bewegungen das hier verfälschen, deswegen ja, ist es so vielleicht am besten. Ist dein Mann noch hier? Okay, gut, das war eindeutig. Sind deine Kinder noch hier? Kleinen Kapelle, weil hier so viele christliche Symbole sind. Na, okay. Bist du eine Frau des christlichen Glaubens? Bild vor meinen Augen. Kann es sein, dass du schwarze Haare hattest? Ja, okay. Ich sage so, das Bild, das ich vor Augen habe, müsste so in den 30ern sein, oder? Ich vermute mal, das Bild kommt von dir. Okay. Ich danke dir. Geht es dir eigentlich gut? Also fühlst du dich wohl? Ja, okay. Was ist hier früher schon die Kapelle gewesen von diesem Schlösschen? Oder dieser Burg? Nein, okay. Nein. Findest du es gut, dass wir jetzt eine hier reingemacht haben? Ja, okay. Ja, heute leben wir etwas anders. Ein bisschen, ja, hektischer, sag ich mal. Ja, genau. Also die Welt von heute, die scheinst du ja soweit zu kennen, ne? Wunderst du dich nicht, dass die Welt so anders ist und, ja, und so wie du sie eigentlich kennen müsstest. Oh. Kopfschmerzen, ganz stark mit einem. Gerade von dir, ja, okay. Ist dich irgendwie verärgert? Das wollte ich natürlich nicht, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Soll ich besser keine Fragen mehr stellen? Okay, gut. Das verstehe ich natürlich. Sind wieder weg, das war krass. Okay. Mhm.
Gut, dann würde ich jetzt erstmal wieder nach oben zu den Antwort gehen. Ja, ich war jetzt in der Kapelle gewesen als allererstes. Und dort habe ich zum ersten Mal eine richtige Kommunikation mit den Dowsing Rods machen können. Und habe dort scheinbar Kontakt zu einer Frau bekommen, die wohl zeitlich gesehen so in der Zerstörungszeit von dem Castle war. Was allerdings interessant war, ist, dass diese Frau nicht tot war. Also sie glaubt es zumindest. Und meine Fragestellungen gingen dann auch in die Richtung, ob sie wirklich, ne, so, ob da nicht irgendwas nicht richtig stimmt, ne, weil viele Sachen sind halt widersprüchlich in dem Sinne, wenn man selbst denkt, okay, man lebt noch, aber die Welt verändert sich, alles verändert sich und das in dem Leben, ne, ist ein bisschen schwierig gewesen. Und da war es dann irgendwann an dem Punkt gewesen, dass ich mit einmal extrem starke Kopfschmerzen bekommen habe. Und da habe ich dann auch nachgefragt, ob diese Fragen dann unangenehm waren und ob ich sie verärgert hätte. Und da kam dann auch ein Ja, wo ich dann natürlich dann auch die Fragestellung entsprechend eingestellt habe, mich dafür entschuldigt habe und erstmal die Kapelle wieder verlassen habe. Also nachdem ich mich dann auch entschuldigt habe, haben auch die Kopfschmerzen schlagartig wieder aufgehört. Das war ein sehr intensiver Schmerz, muss man sagen, und das war auch sehr ungewöhnlich für mich, finde ich. Es war auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, mehr kann ich jetzt auch momentan noch nicht dazu sagen. Das sieht das aus, die ich da drüben in der Ecke hatte. Ist die hier noch in diesem Raum? Okay. Ist diese Person jetzt noch bei den anderen? Gut, aber ich möchte jetzt doch gerne mit dir reden, mit dem Problem, das wir jetzt gerade haben. Bist du ein ehemaliger Bewohner dieser Wohnung? Was hat diese Wohnung gelegt? Eben schon hatte, bist du noch am Leben? Hast du die Erbauung dieser Burg erlebt? Bist du auch schon sehr, sehr lange auf der Burg?
wir nicht weg. Findest du das gut, dass aus dieser Burg hier geworden ist? Gefällt dir nicht, dass sie wieder aufgebaut wird? Oder wäre sie nicht wieder aufgebaut werden sollen? Findest du es gut, dass sie wieder aufgebaut wurde? Aber du meinst, dass sie uns hätte Angst machen sollen? Kannst du sie, so wie sie früher war, spüren? Na, geht das eben. Gut. Dann bin ich jetzt in der Frage, was du eben meinst. Bist du noch lange nicht mehr dabei? Gab es was um? Es hat ja vorher Peps einen Hustenanfall gekriegt auf der Empore. Ja. Jetzt bei der Spielbox-Sitzung hat Steffi auch gekriegt, dass sie sich fast übergeben hätte. Okay. A little bit fresh. Und Erik, wie war es oben? Ja, recht ruhig oben insgesamt. Okay. Also die haben jetzt zwei Spiritboxes laufen lassen auf Kopfhörer und haben eben das, was sie gehört haben, ausgesprochen. Die anderen unten haben Fragen gestellt. Ich habe mit dem Realtime-EVP zugehört, habe aber eigentlich nichts gehört. Nur jetzt ganz zum Schluss, da hatte Anja auf der Spiritbox irgendwas, ich weiß nicht mehr 100%, hatte das ausgesprochen. Es ging, glaube ich, um Electronics oder irgendwas. Und Sonja hat dann gefragt, ob eben zu viel Electronics im Raum sind, also Elektronik. Und kurz bevor sie die nächste Frage stellte, hatte ich auf dem Realtime-EVP ein Yeah gehört. Und zwar relativ laut, fast so wie die anderen in der Lautstärke gesprochen haben. Und habe dann noch ein bisschen gewartet, habe dann eben nachgefragt, aber es hat wohl keiner was gesagt. Es ist natürlich spannend, ob auf der Aufnahme von den Kameras im Raum nichts zu hören ist, aber bei mir auf dem Audio was zu hören wäre. Oder ob es doch jemand unbewusst gesagt hat, das muss man jetzt halt erstmal abklären, weil sonst war nichts zu hören auf dem Realtime. Okay, vielen Dank. Kurz vor der nächsten Frage hat irgendjemand Yeah gesagt, der Raum ist. Yeah? Keine. Aber es war ganz deutlich. Ich habe mir nur das Gähnen verkniffen, also so halbwegs. Nee, es war eher eine tiefere. Und es war okay. Nicht mehr so laut wie eigentlich. Nach der Frage nach Electronics. Ja, und danach hat man eine Frage gestellt. Und ja. Kurz vor der Frage. Ist da. Do you think there's too much electronic in this room? What could we do to please you? Das war die Untersuchung von Redwood Castle, der letzten Location, die wir hauptmäßig in Irland untersucht haben als große Gruppe. Wie ihr in meinem irischen Reisebericht gesehen habt, wird es von mir nochmal ein kleines Video geben zu einer weiteren Untersuchung, aber dies wird erst im nächsten Jahr erfolgen. Ich bedanke mich recht herzlich bei der GET, bei der GHTB und beim Erik
dass wir gemeinsam diese Reise bewerkstelligen konnten. Ich hoffe, diese Untersuchung hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Untersuchungsvideo wieder. Euer PE Chris. Ciao.